Smart Home Geräte begeistern immer mehr Menschen und es ist kaum verwunderlich, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren, weil die Technologie dahinter einfach spannend ist. Da es unzählige Anbieter und Marken von Smart Home Produkten gibt, geht es in diesem Video nur über den Spitzenreiter Philips Hue. Wobei Philips nicht mehr ganz richtig ist, da Hue nicht mehr wirklich zu Philips gehört. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was Philips Hue Lampen so können und warum sie so viel kosten. Aber das wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Fangen wir an bei den Lampen. Diese sind entweder nur mit Weißtönen zu bekommen und dementsprechend billiger als die andere Version mit zusätzlich 16 Millionen Farben. Diese Leuchtbirnen gibt es in den unterschiedlichen Formen und Gewindegrößen. Damit bei den hunderten Lampen, Varianten und Formen keine Verwirrung herrscht, gibt es drei verschiedene einheitliche Fassungen im Philips Hue Ökosystem wie E14, E27 und GU10. Ach ja, was ich ganz vergessen habe ist, dass manche Lampen eine unterschiedliche maximale Helligkeit besitzen und sich deshalb an manchen Dingen wie den minimal größeren Abmessungen und dem höheren Preis unterscheiden. Philips ist teuer und das hat einen Grund. Software. Diese ist bei Philips Hue, seitdem ich dieses System verwende, also schon seit 2017, immer wieder besser geworden. Aber Thomas, woran sieht man, dass Software so teuer ist? Am Preis. Vergleichen wir mal eine farbige E14 Kerzenlampe von einem Nonem-Hersteller und eine von Philips Hue mit gleicher maximaler Helligkeit. Und wir brauchen gar nicht diskutieren, dass die von Philips jenseits von Gut und Böse bepreist wurde. Aber die Software macht das natürlich wieder wett. Schon gut, okay, dann ist halt nur die Glühbirne so teuer, oder? Nö. Alleine Iris, das ist eine Tisch- oder Fensterbrettleuchte, je nachdem, wie man das nennen will, kostet um die 90 Euro. Auch Blum ist von der Größe ziemlich klein und kostet auch 90 Euro. Also what the? Kommen wir nun zu der App. Die App ist recht übersichtlich aufgebaut und hat 5 Kategorien, die jeweils aus Zuhause, Automatisierungen, Sync, Entdecken und Einstellungen bestehen. Unter dem Hauptpunkt Zuhause hat man die Möglichkeit, das Licht zu steuern, Szenen zu stellen oder die Farbe und Helligkeit manuell zu ändern. Natürlich kann man noch viel mehr machen, aber das muss ich euch genauer zeigen. Genau, und so sieht's aus. Wir haben hier die ganzen Bereiche von diesem Zuhause. Natürlich haben wir noch eine andere Bridge und da sind andere Lichter gesteuert, aber die sind jetzt eher nebensächlich. Jedenfalls sehe ich hier den Eingangsbereich, die Toilette und mein Zimmer natürlich. Da gehen wir jetzt mal drauf auf mein Zimmer und wir sehen hier schon jede Menge Szenen. Und die eine Szene ist zum Beispiel Soho. Die macht das Licht so ein bisschen türkismäßig, ein bisschen lila, ein bisschen rosa und so weiter. Und wir können natürlich auch auf Energie tanken gehen, dann wird das Licht sehr kühl eher. Und wir gehen auf hell wieder, damit das schön angenehm und gemütlich wird wieder in diesem Zimmer. Wir können natürlich auch diese Szene bearbeiten und sagen hier zum Beispiel, die Szene hell soll jetzt zum Beispiel, I don't know, mein Zimmer oder so genannt werden. Wir haben hier Entspannen, also das Licht wird dann auch nochmal sehr viel wärmer, wie man jetzt sieht und auch ein bisschen dann dunkler und das ist sehr angenehm sogar für die Augen, das merke ich jetzt sogar schon. Wir haben natürlich auch andere Szenen, wir haben jede Menge das sind die Standardeinstellungen wie hell oder Energietanken oder konzentrieren oder so und dann gibt es natürlich auch andere wie zum Beispiel erfrischende im Sommer, am Abend dann oder so und natürlich auch friedliche für, keine Ahnung, für den Winter oder so. Und verträumt oder so. Also bei Nordlichter kann ich euch auf jeden Fall erzählen, ich habe das jedes Mal geliebt, wenn ich das Licht irgendwie auf Nordlichter geschalten habe. Dann bin ich duschen gegangen und dann bin ich wieder reingekommen und dann war das wirklich schön kühl und eigentlich sehr chillig, wenn ich das Fenster da aufgemacht habe und so. Habe ich hin und wieder mal gemacht, mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber das ist so eine kleine Story von mir. Wir haben ja jede Menge verträumte, ruhige Szenen, da könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen, da ist euch wirklich keine Grenze geboten. Ihr könnt auch auswählen, wie hell oder dunkel das Licht sein soll, je nachdem, was ihr da haben wollt. Das ist so circa das. Natürlich kann man hier, wenn man aufs Plus drückt, ja genau, da kann man eine eigene Szene erstellen. Also wenn wir sagen, okay, ich will keine Morgendämmerung oder irgendeine vorgegebene, dann sagt man hier einfach eine eigene Szene erstellen und dann gibt man dem irgendeinen Namen, bla. Und dann sagt man hier, ich will diese Szene auf 50% haben. Und die Farben kann man natürlich auch wechseln, zum Beispiel von der LED-Leiste Bett kann man jetzt sagen, nö, ich will keine Weißtöne, das ist völlig langweilig und keine Ahnung. Dann sagt man hier einfach, okay, ich will hier rot, eine rote Farbe haben, weil rot meine Lieblingsfarbe ist oder irgend sowas und dann kann man das speichern. Und ihr seht schon, es hat dann so einen Farbverlauf in der App und natürlich auch dann in dem ganz äußeren Bereich, wo eben mein Zimmer steht.
dann ist das eben so ein bisschen beige-rot oder so. Aber das wollen wir jetzt nicht haben. Wir können natürlich auch ein Foto verwenden, aber das ist jetzt von den Einstellungen nicht irgendwie unterstützt oder so. Ja, das ist das eine. Dann können wir hier über die drei Punkte das Zimmer bearbeiten. Wir können jetzt sagen, das ist nicht mein Zimmer, das ist von meinem Hamsterzimmer das Zimmer und sagen hier Fifis Zimmer. Ja, ist jetzt auch ein bisschen blöd, weil es halt ein Hamster ist, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das kann man auch machen und man kann natürlich auch Lampen löschen oder so oder das ganze Zimmer löschen, das geht auch. Das ist so circa alles, was man hier bei diesem Zimmerbereich machen kann. Hier haben wir das Anordnen, okay. Hier können wir jetzt Lampen anordnen, indem wir einfach auf die drei Punkte gehen und das dann herumschiebt. Bei dem Punkt Automatisierungen geht es ins, ich sag's mal so, Eingemachte. Denn hier wird es richtig spektakulär. Es handelt sich hierbei um das Hue Labs und es ist fast wie ein, und ja, es klingt bizarr, Chemielabor. Das kommt jetzt nicht von ungefähr, denn hier kann man Formeln erstellen. Was kann man mit denen machen, mit so Formeln-Dings? Fragt sich bestimmt jetzt der ein oder andere. Naja, man kann damit sehr praktische Szenenwechsel erstellen. Zum Beispiel täuscht das Licht vor, als wärt ihr gerade zu Hause, obwohl ihr das nicht seid. Das nennt man auch den Fernsehbild-Simulator. Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, die man mit Hue Labs machen kann. Probiert das am besten selbst aus, denn es ist einfach krass, was es da alles zu entdecken und auszuprobieren gibt. Damit das ganze Konzept auch aufgeht, braucht ihr erstens einen Philips Hue Account und zweitens testet das am besten selbst. Damit nicht genug, könnt ihr den ganzen Bums auf euren Dimmer legen und damit den Simulator einschalten. Achtet aber bitte immer darauf, welche Szenen mit welchen Geräten kompatibel sind. Eine wirkliche Besonderheit von Philips Hue ist wirklich das Einrichten an sich. Denn wenn wir jetzt sagen, okay gut, wir haben jetzt diese Hue Go neu gekauft, brauchen wir einfach nur hier auf die drei Punkte gehen und sagen hier Lampen hinzufügen. So, und jetzt sagt man neue Lampe hinzufügen und dann in dem Fall suchen. Ah ja, wir müssen sie erstmal einschalten, sonst geht das nicht. Okay, so. Und wir haben schon eine Lampe gefunden, dann beginnen wir die Konfiguration und sie leuchtet sehr bunt auf. Okay, krass. Dann sagen wir hier Hue Go, genau so. Und dann nehmen wir einfach ja, das Symbol an sich, sagen fertig. Dann können wir hier einfach die neuen Farben hier auswählen. Boah, das schaut wunderschön aus. Oh mein Gott. Ja, und dann sagt man hier einfach hinzufügen zu Thomas Zimmer und die Sache hat sich erledigt. Ja, das ist so das Einrichtungsverfahren. Es ist einfach überhaupt nicht irgendwie schwierig oder so. Einfach richtig idiotensicher. So soll das gehen. Weil bei anderen Lampen kann ich mir ziemlich sicher vorstellen, dass das nicht so leicht funktioniert und die Verbindung dann immer wieder abbricht und so. Das ist halt vielleicht ein Schatz. Also da ist Philips Hue wirklich, wirklich gut unterwegs. Es gibt noch zwei Kategorien, die wir durchmachen müssen. Die erste Kategorie wäre die Sync-Funktion mit Spotify. Und was die uns zeigt, ist einmal ein Albumcover und natürlich auch, welche Farbe man hier einstellt, welche Intensität man haben will und welcher Stil einem lieber gefällt. Und wir nehmen jetzt mal den klassischen Stil und eben nicht so, naja doch, wir nehmen schon hohe Frequenz oder so und dann nehmen wir noch die Helligkeit, wie hell wir die machen können. In dem Fall nehmen wir einfach ganz normal 100% und wir nehmen die Farbe Nachtlicht. Da gibt es noch Weg, Röte, Drift und Flackern. Und natürlich auch automatisch, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Farbvariationen hier haben. Weil es ist mir schon ein bisschen zu wenig, aber vielleicht kommt das ja noch in der Zukunft. So, dann schalten wir das am besten mal ein, einfach Musik und los geht's. Und ihr werdet gleich sehen, was passiert. So, reicht auch. Und natürlich haben wir auch den Button Entdecken. Und was der kann, ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben hier, was gibt es Neues? Also das ist so eine kleine Nachrichtenplattform von Philips Hue. Also da sehen wir halt, was neu rausgekommen ist und welche neue Funktionen es gibt für Philips Hue. Ist auch richtig interessant eigentlich, wenn man sich mal Zeit nimmt, das durchzulesen, aber was ist schon Zeit, oder? Hier haben wir noch perfektes Ambiente, also da kann man die ganzen Lichtvariationen zu entdecken, also da kann man nachlesen im Internet, was das jetzt genau ist und ja, das ist halt hier nichts Besonderes. Ja, hier sieht man noch die verschiedenen Lichter, die es hier gibt von Philips
und die verschiedenen Farben und Produkte und so. Also ja, das ist so eine kleine Nachrichtenplattform. Also das ist ganz cool, was sie hier aus der App alles gemacht haben. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Schluss, weil viel mehr gibt es da eigentlich nicht mehr zu sagen. Okay, kommen wir nun zu meinem Fazit. Und ich kann es euch nicht anders sagen, aber dadurch, dass die Philips Hue Software so teuer ist, aber auch so gut ist, ist der Preis bei manchen Dingen gerechtfertigt. Und falls ihr fragt, was jetzt das Besondere an Philips Hue ist, das, was ich vorhin alles aufgezählt habe. Software und natürlich die Hardware, die man überall auf der Welt kaufen kann. Ja, nicht nur hier in Österreich und Deutschland, sondern keine Ahnung, du kannst in die USA fahren, da kriegst du das Zeug, du kannst nach Tschechien fahren, du kriegst das Zeug. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Also man kann wirklich in jeden Elektronikfachmarkt gehen und dort dieses Zeug kaufen. Und das dann easy verbinden, das ist einfach ein genialer Geniestreich, den man sich einfach nicht besser ausdenken hätte können. Aber ich muss schon sagen, vielleicht ist die Konkurrenz bei einigen Dingen besser. Ich kenne die Konkurrenz nicht und somit habe ich da auch nicht sehr viel drüber verloren, ob da die Konkurrenz jetzt wirklich besser ist oder schlechter ist, sondern ich habe nur gesagt, dass Philips Hue bei vielen Dingen besonders ist. Was wir also zum Schluss einfach sagen müssen, ist, Philips Hue empfehle ich nur zu 90%, einfach wegen dem Preis. Von dem her, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.